Ik spin het hier eigenlijk al door. Oei. Oh, that's straight from the cows. Answer. Das ist ein Haustüchli. Hat jemand ein Haustüchli? Also das ist die erste, oder wie? Ja. Bitteschön. Also richtig drin, ja, dann. Ja, die ist jetzt sicher noch nicht scharf, oder? Ja. Oh, das ist noch gut. Gut, darf ich auch ein bisschen mehr? Ah, schläft schon, oder was? Mhm. Wenn du Schuld hast. Kannst du nicht, ich kann aus dem Maul fahren. Viele Musik. Viel Rock auch. So, auch so System of a Down zum Teil. Und Hip-Hop. Viel Jay-Z, Eminem, Drake. Ja, ich habe mir eigentlich auch. Also viel Rock höre ich gerne. Hip-Hop, Eminem natürlich immer ein Klassiker. Einfach solche, die Lieder ein bisschen pushen, ein bisschen Gas geben. Pushen. Schon scharf, oder was? Jetzt zwei. Jetzt schon die, oder was? Kann man es nicht durch? Jeder. Rocket Food. Rocket Food. Der beste Sportfilm. Ich würde sagen Miracle. Schaue ich immer gerne. Ja, das wäre für mich der beste. Das ist so ein Klischee. Ja, ich finde ihn gut. Ich finde Moneyball heisst er, glaube ich, mit Brad Pitt. Recht weit oben. Und halt Rocky, eigentlich bis auf wenige Ausnahmen die ganze Reihe. Miracle on Ice. Das ist schon gut. Also ist das der eine Film, wo du nicht einschlafst in dem Fall? Nein, ich schlafe auch bei dem nicht. Ich schon weiss, ein bisschen pfiffen. Ich soll es für dich beantworten. Ja, kannst schon. Da bist du ja. Ja, sicher, mach. Südafrika. Ja, also. Ich war schon ein paar Mal gewesen, mir gefällt es dort, nach Familie dort. Darum ist sicher ein Land, also ein Favorit. Hier kann ich nicht raten. Irgendwo man kann surfen. Kommst du auch mit, oder was? Ja, schon. Ein Ort, wo man surfen kann. Mir hat Bali recht gefallen, aber ich weiss nicht, ob ich dort auswandern. Wahrscheinlich Portugal oder Spanien am Atlantik würde mir noch besser. Jetzt kommt die, hä? Die hat schon, die habe ich schon ein bisschen gespürt jetzt mal. Du gehst aber dick drin da. Ja, ja. Und das ist weniger. Hm? Ich hab schon ein bisschen was schwitzen. Shooter. Jimi Hendrix. Aber ich wollte schon noch jemanden, den ich noch nicht gesehen habe. Schweizer, Faber. Würde ich gerne sehen. Hast du Jimi Hendrix gesehen? Nein. Aber es ist ja... möchtest du? Ja, bei mir... Ich glaube, Bob Marley würde ich sicher gerne mal live sehen. Ja. Wäre sicher gut, aber... Sonst, was gibt es noch? Bob Marley wäre schon ein Favorit, würde ich sagen. Oh, die sieht giftig aus, he? Chapeau, Bob Marley wäre ja dabei. Ja, was ist das? Ein kleines Chips reintunken?
Ja, es kommt nicht darauf an, wie gross es ist. Wenn du gross ist, kommt ja mehr so drauf. Es kommt darauf an, wie viel das drauf ist am Schluss. Wenn du grosses Chips hast, kommt ja mehr drauf. Ein Minor-Schokostängel. Kinderbonbons. Ich muss mal zu der Milch greifen. Wirklich? Jetzt die ist weg, ja. Oder? Jetzt sind wir schon auf der Seite. Vorbereitet auf die Scharfe. Ja. Ich kann noch. Hast du noch nicht? Du hast so gleich viel drauf wie auf dem, oder was? Hey, nein. Ja, italienisch, weil meine Freundin Designerin ist und würde mir am Leben ein bisschen vereinfachen. Ja. Ich würde gerne Französisch und könnte mich mal mit dem Mari richtig unterhalten, der neben mir hockt. Das ist die, ja. Schwitzt schon ein bisschen? Ich spitze ein bisschen, ja. Die Zunge brennt auch schon. Bei dir? Schon, nie mehr so hin. Ich habe das Gefühl, das ist ein kleines Problem, wenn du dann bei den Scharfen kommst. Ja. Also eigentlich auch kein mehr. Formel 1. Ja. Fände ich top. Surfen. Ja, ist jetzt nicht so überraschend für dich, oder? Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht scharf ist. Du nimmst immer so kleine Chips. Komm dann mit den scharfen, komm dann mit den grossen. Okay. Habt ihr gehört, oder? Also. Ja, sicher mal ausschlafen, solange es geht. Und dann. Ja, locker. Vielleicht ein Fernsehen schauen, mal noch ein bisschen gamen und einfach noch mit den Kollegen rausgehen, einen Kaffee trinken oder so. Und schön ist die Betonung auf ein bisschen gamen und ein bisschen Fernsehen schauen. Ach, wieso redest du jetzt wieder drei da, hä? Ja. Auch eigentlich fast wie ein normaler Tag, außer dass wir kein Training haben. Aber es hat mehr mit der Tochter zu tun. Gleiche Zeit aufstehen. Du brennst ja immer. Das ist speziell am Sonntag. Jeden Sonntag? Ja, schon immer ein Gipfel beim Felber. Kannst du mal eine Einladung schicken? Sonst? Ja, das wäre eben, wenn es nicht nur ein Arbeitskollege ist. Jetzt wird es scharf, hä? Lange das? Das ist nicht so ein Säckchen drin. Ist etwa gleich, ja. Das ist ein Chili-lastiger. Ja, der brennt schon ein bisschen. Das ist so scharf. Fliegen! Das ist so scharf könnt essen wie möglich. Fliegen? Logisch, ja. Ja, fliegen ist sicher. Sage ich teleportieren. Insanity. Du hast noch kaum gemessen die Milch anlangen. Ja, fuck me. Nein, ist zu viel, hä? Ich dachte, sie wäre ein bisschen dickflüssiger. Ich kenne von dir. Oh shit, man. Jetzt brennt es schon recht.
Ist ein bisschen weniger, hä? Ui. So. Ich muss noch einen Schluck mit. Ich glaube, es tötet mich. Ah, mich hat die jetzt schon recht genug gerade. Also. Also, let's go. Cheers. Hey. Nicht am Kämpfen seine Soße probieren. Also ein Tipp an mich selber. Das hättest du in diesen 3 Jahren eh schon wieder vergessen. Stimmt das? Was würde man für einen Tipp geben? Das Leben geniessen. Das machen, was dir Spass macht. Nicht viel darüber nachdenken, was andere denken. Auf deinen Weg gehen. Oh. Das ist schattig. Ich brauche noch einen Moment. Ui. Ja, gut. Ja, die ist scharf. Also ich habe zu dieser Zeit keine Probleme mit dem Körper gehabt. Und ich glaube, der Tipp, den ich mir geben würde, ist mehr stretchen, mehr auf die Beweglichkeit schauen. Es wird immer schlimmer. Ja, es ist ganz übel, ja. Hat jemand ein Nasentuch? Hat jemand ein Nasentuch? Da habe ich sie angegangen. Hey, könnt ihr aufhören? Dave's Sanity Sauce. Kann man empfehlen, es ist sehr scharf. Kann man hier beim El Mosquito probieren. Ja. Wenn man richtig scharf. Ich wüsste ja, in der Schweiz ist immer so, scharf ist nicht gleich scharf, oder? Aber da im El Mosquito ist es anders. Wir fragen dann nach der Insanity Sauce. Und dann können wir eine richtig scharfe Sauce nehmen. Ein Schrecken ohne Ende. Sehr scharf.